Camping Roland in Afferden. Und da sind wir jetzt für 2 Tage und fahren dann weiter an die, ich glaube, Ostsee ist es da schon, ne? Wir fahren nicht an die Ostsee, Schatz, wir fahren an die Nordsee. Wir fahren an die Nordsee. Gut, stimmt, die Oder Ostsee. andersherum, wir fahren nach Seeland. Genau. Da war was. Gut, Ostsee wäre nämlich falsche Richtung gewesen. Da Genau. hätten wir uns ein bisschen verfahrt, auch besser. Minimal. So, jetzt gehen wir mal heute hoch. Fähnchen. Da gehen wir mal hoch. Ich gehe auch vorne aus dem Weg. Wie in Kennt ihr euch? die? Muss ich die kennen? Kennt ihr euch? Ich muss nur fragen, Stich kennen. weil ihr so viel Sicherheitsabstand hält. Ja. Wie auf allen holländischen Campingplätzen, die wir kennen, ist natürlich dann auch die Müllentsorgung nicht auf dem Platz. Da findet ihr also keine Mülleimer, Container oder sonstiges, sondern das ist dann hier vorne. Dreh mal in die Richtung. Da Und kommen sie. da. Wie Müll trennen geht auf Holländisch, das müsst ihr halt selber rausfinden. Und dann habt ihr hier auch die Entsorgungsstation. Also Wasser, sonstiges, WC natürlich nicht. Das müsst ihr drinnen entsorgen. So wie ich das gesehen habe. Mal gucken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal rein. Okay, so, wir bewegen uns jetzt auf den Eingang zu. Eingang ist mit Schranke, mit Kennzeichenerkennung. Und wie kommen die an die Kennzeichen? Weiß ich nicht. Okay, also bei eurer Anmeldung müsst ihr erstens euer Kennzeichen angeben, eure Daten angeben. Zweitens kriegt ihr einen Zahlungsplan. Das heißt, ihr müsst alles schon im Voraus bezahlt haben, sonst wird die Buchung hier nicht bestätigt. Und dann, wenn das alles erledigt ist, dann könnt ihr anreisen. Oder ihr reist einfach auf gut Glück an und hofft, dass ihr einen Platz kriegt, dann funktioniert es auch anders. Dann müsst ihr hier vorne warten und euch ganz normal anmelden. Also, hier ist die Rezeption. Wir gehen mal die Treppen hoch, da es ja eh schon zu hat. Die netten Damen können sogar Deutsch. Ja. Sie verstehen sogar mich. Rätsel. Ja, sehr nett. Gibt 2 Schalter. Öffnungszeiten von, ihr seht, 9 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 17 bzw. 10 bis 16 Uhr. Ganz normale Zeiten. Und ja, Mülleimer, hier ist alles total nett arrangiert. Das kann man auch da drüben sehen. Ich gehe mal mit euch zum Wasserfall. So, dann gehen wir mal zu dem Wasserfall. Total süß angelegt. Da seht ihr auch Schilder, in welche Richtung es geht. Und der schicke Wasserfall. Und im Hintergrund startet die Animation. Mal gucken, ob wir unser Kind auch abgeben können. Nee, ich glaube, die nehmen sie nicht mehr. Nicht mehr freiwillig. Ist ja schön. Ah, und da geht ihr mal ein bisschen aus dem Bild. Ah, wie schön. Fiona, du musst jetzt auch gleich winken, ne, wenn er vorbeifährt. Also hier wird alles geboten. Hier wird alles aufgefahren. Voll niedlich. Ja. Und damit, wie gesagt. Fiona, was sagst du dazu? Voll niedlich. Das ist eigentlich der Platz für Familien.
muss man einfach so sagen. Können Rad fahren, bis einmal um den Platz drumherum gefahren sind, geht locker eine Stunde drauf. Wenn nicht noch länger. Wenn nicht noch länger. Es gibt mehrere Spielplätze, es gibt ein Schwimmbad, es gibt einen Indoor-Spielplatz, es gibt ein Mehrzweckfeld. Hier gibt es eigentlich alles, was man als Kind cool findet und wo man sich den ganzen Tag mit beschäftigen kann. Und wenn man noch einen Kumpel trifft, dann findet man hier, glaube ich, auch nicht mehr so schnell raus. Und ja. So, dann machen wir mal wieder Pause. So, wir haben uns jetzt mal ganz schnell vor den kleinen Einkaufsmarkt hier bewegt. Da kriegt ihr nur das Notwendigste, also klein, fein. Und ihr könnt die Brötchen bestellen. Das könnt ihr entweder direkt im Laden machen oder wir gehen mal ganz hier gucken. Einmal den QR-Code scannen, das geht dann über die App. Und hier dann die Preise, also Standard Campingplatzpreise, nicht, ich sag mal genauso viel wie in der Bäckerei, mehr oder minder. Ja. Sonnenbrillen gibt's auch, wir mussten schon eine kaufen wegen... Ja, also Sonnenbrille zu Hause vergessen, naja. Ja gut, jetzt regnet es natürlich, ne? Also okay. Wahrscheinlich, weil wir die Sonnenbrille gekauft haben. Wir schlendern jetzt aber weiter über den Platz und zeigen euch, was es noch so alles gibt. Machen wir jetzt von oben, von unten und dann gehe ich mal noch nach unten. Ja, Schatz. Also man kann sagen, was man will. Wir haben ja Glück. Ne? Das Wetter ist nicht so toll, dass das Schwimmbad besetzt wäre. Heute Mittag war es toll. Links könnt ihr sehen, Volleyballfeld. Da gehen wir gleich hin. Da gehen wir gleich hin. Hätt's nicht. Aber sehr schön. Das Swimmingpool für klein und da hinten ein bisschen für groß und noch was für zum Rutschen. Und da oben ist das Restaurant. Hallo Fiona. Was echt nur so toll ist. Eine Brotplatte. Kann man los. Schmeckt's aber? Ja. Und das Brot ist warm. Und das Brot ist warm. Kaltes Bier, warmes Brot. Ich möchte bitte essen können. Nochmal Großaufnahme. Dann essen wir weiter. So viel Gemüse drin. Danke. Noch einen kleinen Schwenk. Schwenk, 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 schwenk. Okay, ich habe kein Duschbrett mehr. Wem was gehört? Ein Schnitzel. Rechts an dem Restaurant vorbei ist so ein kleiner Imbiss. Wer also was ganz klein mitnehmen will, da gibt es das zum... Die typischen Frikandeln. Frikandeln, Pommes, Zitz. Was ja halt so üblich ist. Gehen wir jetzt mal Richtung... Ach, da oben, das sieht man jetzt gar nicht. Ja, deshalb muss ich jetzt wieder zurücklaufen. Multifunktionsfeld. Ja. Da gehe ich jetzt mal nicht ran, weil es nämlich tierisch geregnet hat und dann kriege ich nasse Füße. Ja. Und wer möchte schon nasse Füße haben? Ich nicht. Es reicht, wenn der Wohnwagen nass ist. Aber nur von außen. Ja, genau. Gott sei Dank. Also das Paradies für Kinder und das Paradies für Eltern, die ihre Kinder den ganzen Tag nicht sehen wollen, müssen, dürfen. Ja, also schwimmen. Multifunktionsfeld, dann gibt es noch mal einen Sportplatz dazu. Wir gucken mal weiter. Genau. Und was hier noch Schönes ist für den ein oder anderen Angler, da seht ihr, da ist schon das Schild, ein kleiner Teich, da könnt ihr ein paar Fischchen rausholen. Irgendwas, Moment, da hinten wird auch wieder weiter geschwätzt. Was? Da hinten sind Nomnoms. Achso, Nomnoms sind bei uns Enten. Weil die machen nachts vorm Zelt. Guck mal, ich stehe hier an der Laterne. Nomnoms sind
Enten, die nachts vorm Zelt Nom-Nom machen. Deshalb sind neuerdings Enten Nom-Noms. Genau, auch nur vom Zelt unserer Tochter. Ja, bei anderen nicht. Hier nochmal das Bild auf den Fischteich und die Straße heißt Broadway. Also wenn wir dann schon, machen wir noch einen kleinen Schwenk. Schwenk, Schwenk. Schwenk. Schwenk, 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 Schwenk. Könnt ihr mal alle aus dem Bild gehen. Das hier hinten dran ist eine Indoor-Halle für Kinder. Indoor-Spielplatz, ja. Soweit kann ich jetzt nicht dran gehen. Sind halt einige Kinder unterwegs. Ja. Und da könnt ihr dann behaupten, ich war am Broadway fischen. Also da. Da, genau. Wieso bist du schon wieder so nass? Oh. Ja, oh. Ich stand an der Laterne in der Hecke. Scheiß Laterne, ne? Wir gehen weiter. Da haben wir noch einen großen Spielplatz, was Richtung Wald geht. Animation haben wir auch noch. Und ich glaube, ich laufe mal noch an euch vorbei. Da ist noch ein Waschhaus. Mal gucken, was das da hinten ist. Ein Treffpunkt. Ah, gut, das hätten wir schon mal geklärt. Mit Sitzbank. Ah, ich glaube, da könnt ihr auch noch eure Kinder abgeben. Ja, das sieht schwer danach aus. Ja. So, habe ich auch. Das ist noch ein Waschhaus, aber von vorne zeige ich es mal eher. So, und damit wir es euch zeigen können, hier links vom Waschhaus, also von euch aus gesehen, dann wieder rechts. Da. Und da hoch sind dann auch noch. Da hoch. Genau, da. Ich sag mal, da vorne sind so um die 10 Plätze. Da unten dürften es auch mal so 10, 15 sein. Die ganze Anlage ist eigentlich eine Anlage mit Wochenendhäuschen, Ferienhäuschen. Und zwischendrin habt ihr immer mal so einen Fleck für euch als Wohnwagenfahrer, Wohnmobilfahrer. Als Tourist. Als Tourist. Ist ganz nett. Obwohl ich das Waschhaus jetzt zeigen können, weiß ich nicht. Ja, zumindest mal die Chemietoilette und mal einmal von außen kann ich. Ja. So, ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber hier stehen alles, Hütti. Hütten. Jetzt müssen wir echt mal wieder überlegen, wie wir wieder zurückkommen. Wahrscheinlich auf dem gleichen Weg, dann ist es so. Gleicher Weg? Laufen wir halt auf dem gleichen Weg wieder zurück. Ja, das sieht überall so aus. Das hier ist alles diese Wochenend-Tiny House, Chalet. Ich wollte es jetzt mal vornehm ausdrücken. Und das bisschen, was da vorne ist, wie gesagt, hier ein bisschen, da ein bisschen und den Bereich, wo wir stehen, zeigen wir euch auch noch. Guten Morgen hier vom Campingplatz Roland in Afferden. Heute Morgen zeigen wir euch, wie immer in aller Frühe, das Waschhaus. Morgens. Das ist definitiv zu früh. Natürlich. Aber Bianca schwenkt mal hier rum, damit man auch den Blick mal hat, wenn man hier rauskommt. Wir haben so einen kleinen Vorplatz, das ist richtig schön angelegt. Also ich finde das echt hübsch. Man hat sich hier viel Mühe gegeben und folgt uns mal rein. Sesam, öffne dich. Nicht an der Musik stören. Dann fangen wir mal vorne an. Hier die Herrentoilette. Da darfst du alleine hingehen. Ach. Heute darfst du mit rein. Da ist keiner da. Nichts Tolles, aber sehr schön gemacht für so einen Bau, finde ich. Ein bisschen Holzimitat. Toiletten sind auch alle sauber, alle geräumig. Klopapier ist da, Klobrille ist da. Wird jeden Tag geputzt, ich glaube 2-3 Mal. Alles, was man braucht. Hier in der Mitte habt ihr dann die Waschbecken fürs Geschirr. Also das ist nur fürs Geschirr. Mülleimerchen ist auch da, also ist an alles gedacht. Und jetzt gehen wir hier weiter zu den Duschen. Ah, ist auch noch keiner am Duschen? Nein? Huhu. Dann machen wir mal die hier auf. Ja. Geht mit Karte, müsst ihr vorne an Rezeption holen.
5 Euro Pfand ist für die Karte drauf und dann könnt ihr so viel aufladen, wie ihr wollt. Duschen kostet die Minute 20 Cent. Also Tessi. Und in dem Moment waren wir schon wieder froh, unseren englischen Wohnwagen zu haben mit einer richtigen Dusche. Denn am Platz gibt es ja Wasser, Strom, Abwasser. Und dadurch, so schön die Duschen hier auch sind, ich sag mal so, die Dusche zu Hause ist immer noch die schönste, oder? Naja, gut. Wir arbeiten uns mal langsam weiter vor. Ich weiß nicht, ob die offen ist. Das ist die für die gehandicapten Menschen. Die ist natürlich wie immer abgeschlossen. Dann haben wir hier eine Familiendusche. Die ist offen. Und riesig? Riesig. Wie schick? Hier erstmal zum Sitzen. Waschbecken. Und die hat einen Vorteil, das sehe ich jetzt gerade hier. Ne? Das sind die normalen Duschen oben mit dem einen Austritt und hier habt ihr nochmal einen zum Höhenverstellen. Zum Höhenverstellen. Ihr müsst aber hier dann, ne, seht ihr auch, zweimal Smartcard. Ist halt so. Dafür ist es aber alles hübsch und sauber. Kann man sich nicht beklagen. Dann haben wir hier drüben den Kinderbereich. Der ist natürlich um die Uhrzeit auch leer. Ja, da darf ich jetzt auch rein. Und die Türen sind natürlich nicht ganz so groß. Also mal Klöschen. Waschbecken. Badewanne. Aber auch hier, könnt ihr rechts sehen, in der Ecke. Und natürlich auch wieder höher, dass die Mutti sich oder Vati sich nicht ganz so tief bücken brauchen. So, und hier ist... Klöschen. Und das natürlich in der Mini-Ausführung. So, wenn du mir jetzt aus dem Bild gehst. Ich springe aus dem Bild. Wickeltisch mit Babybadewanne. Voll süß. So, ich schwenke mal rum. Also das ist, obwohl es so fast schon Containerbau ist, würde man fast sagen, haben sie das richtig hübsch hingekriegt. Handtrockner, ja klar. Auf der Seite sind jetzt dann auch nochmal was, Spülbecken. Ja. Und dann haben wir hier das gleiche auf dieser Seite für die Damen. Das sieht also genauso aus wie bei den Herren. Licht geht an, wenn man reingeht. Muss ich ja jetzt nicht unbedingt zeigen nochmal. Ihr wisst ja, wie Duschen und Klöschen aussieht, ne? So, und dann kommt das, was wir jetzt gerade vorhin schon mal gesagt haben. Ihr geht dann wieder hier raus. Ich gehe mal. Öffne dich. Hier raus. Und schon wieder draußen. Und hab dann hier so einen netten kleinen Vorplatz. So. Und dann zeigen wir euch noch kurz ein bisschen was vom Platz. Ihr kommt also von da rechts oben runter gefahren in diesen Bereich. Und dann habt ihr hier so eine kleine viereckige Insel. Habt dann hier so eine kleine viereckige Insel, wo ihr dann stehen könnt. Im Hintergrund seht ihr ja schon wieder die Ferien-Tiny-House-Klamotten. Und dann geht's hier vorne. Jetzt sind wir hier schon. Zeige ich aber das hier nochmal, bevor man es am Dach übersehen hat. Waschmaschinen und Trockner gibt es natürlich auch. Müsst ihr natürlich zahlen, wie immer. Preise. So, guck, vielleicht finde ich was. Ah ne, aber auf der Webseite wird das finden. Und jedes Mal mit cooler Mucke im Hintergrund. Also ihr braucht dann auch diese Duschkarte, Bezahlkarte, die wird, da könnt ihr dann aufbuchen lassen und duschen, Wäsche waschen, alles. Ja, und dann gibt es dann hier nochmal so einen. Ich mach mal einen Rundumschwenk wieder. Größeren Bereich. Mit Mann? Mit Mann, der läuft mal wieder durchs Bild. Ja, der schafft es immer wieder. So. Und wenn ihr da drüben gucken könnt, das hier ist alles schön abgetrennt. Die einzelnen Stellplätze sind ganz klar erkennbar durch die kleinen Hecken. Und
Jetzt laufe ich mal zur Abwechslung rückwärts. Wenn man da drauf guckt, das hier ist eigentlich ganz nett. Das ist so ein offenes Campingfeld. Ich finde das auch interessant. Mit Spielplatz. Mit Spielplatz in der Mitte. Ihr stellt euch also außen hin. Und da hinten sind sogar noch zwei Safari-Zelte. Ich denke mal, ihr werdet sehen. Also hier was gibt's, ihr buchen wollt, müsst ihr halt selber entscheiden. Aber der Rasen sieht überall schick aus. Ja, also wird sich schwer drum gekümmert hier. Ja. Ich kann den Platz A nur empfehlen, vor allem wenn man mit Kindern unterwegs ist. Also auch hier seht ihr, ne? Ihr steht hier draußen, die Kinder haben hier in der Mitte den Platz zum Spielen. Es gibt überall Spielplätze, das Schwimmbad. Hier kann man, ich sag mal, wir waren gestern spazieren, allein spazieren eine halbe, dreiviertel Stunde und wir haben noch nicht mal alles gesehen vom Platz. Radfahren ist hier super, wir haben ja einige gesehen, die mit dem Go-Kart hier durch die Gegend schießen. Bombe, wirklich super. Tja, da wir aber leider nur die große Tochter dabei haben. Ja, die werden wir nicht los, die müssen wir selber beschäftigen. Schade. So, und ja, das soll es dann eigentlich schon zum Camping Roland gewesen sein. Weil wir müssen ja morgen schon wieder weiter. Genau. Heute Tag ist dann Einkaufen am Pfingstmontag. Beim Obelink. Ja, Geld haben wir getankt. Ich weiß schon, es sind zwei, drei Sachen, die ich wieder brauche. Das ist wie bei Frauen bei Ikea. Beim Obelink gibt es keine Teelichter. Nee, aber was anderes. Und damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, haben wir für euch den einzigen leeren Platz gesucht. Der ist gerade noch leer, nicht lange. Also es ist hier ausgebucht über Pfingsten, wie in ganz Holland eigentlich. Ja, also ihr könnt schon sehen, die Plätze sind riesengroß. Der hat locker über 10 Meter Breite, der hat locker 10 Meter Tiefe. Und hinten links könnt ihr auch erkennen, das ist bei allen so. Wasser, ein Ausguss ist dabei und das hier ist jetzt einmal für Abwasser und ich denke mal für Chemietoilette. Muss es aber nicht sein, aber ich sag mal so, es würde passen. Ja, das hier so im einzigen wirklich leeren Platz, der wahrscheinlich nachher dann auch wieder voll ist. Jetzt habt ihr aber auch einen Eindruck, wie die Plätze hier auch alle aussehen. Die sind alle ungefähr genauso groß. Also alles um die 100 Quadratmeter. Wir haben mit unserem kleinen Doppelachser gar keine Probleme gehabt. Falls ihr noch nicht gesehen habt, da hinten steht er. Dann sind wir für morgen auch schon wieder durch. Durch. Thank you.